Unkaran der Klippe. Da geht es weiter. Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider mit Heino. Meine liebe Marianne hat mich heute mal ein wenig, in Frieden gelassen, sodass ich mal eines dieser neumodischen Videospiele, nennen sie sich, glaube ich, spielen kann. Ich klinge auch ein wenig wie Bernd das Brot, ich weiß. Von Tommy Krabbeis übrigens. Cooler Kerl. Ja. Oh, das ist ziemlich laut auf meinen Ohren. Und ich muss ein Lager finden, weil ich einen Fähigkeitspunkt übrig habe. Und ich muss Alex finden. So, und ich musste mal eben den Sound ein bisschen leiser machen. Ja, willkommen zurück zu Tomb Raider. Danke, Heino, für diese schöne Einleitung. Wir sind auf der Endurance. Alles noch so an Waffen hier. MG mit ein wenig, wie soll man sagen? Mit Schalldämpfer meine ich natürlich. So, ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Heute der 6.1. übrigens. Session Nummer 13 mittlerweile. Ah, ich mach mal lieber hier James Bond-mäßig weiter. So viele haben wir nicht mehr, ne? Das ist ein bisschen doof. Machen wir uns das doch mal zunutze. Okay. Ich habe nicht mehr wirklich viele Erinnerungen hier dran, aber so ein wenig zumindest noch. Ich würde noch auffälliger rufen. Sigurd, wird das dann ganz ausgeblendet? Da darf man gar nichts drauf schießen. Ach, das ist ja interessant. Ja. Ich weiß, dass es hier ein Rätsel gibt, ein schönes. So. Wie das aber ging, ist eine gute Frage. Lara, der Haken ist doch an einer Schiene. Vielleicht kannst du damit die Kabel bewegen, die die Tür blockieren. Ja. Ach so. Sollte natürlich dann auch X drücken. Verdammt.
Die Schiene ist blockiert. Ich muss irgendwie darauf, um sie freizukriegen. Wo müssen wir denn überhaupt drauf? Wenn wir eben erstmal die Lage checken hier. Da ist ein Stück Leiter. Okay. Ja, ich weiß, es ist laut, Alex, aber bleib mal leiser. So, da muss ich, ja. Ah, okay. So komme ich aber nicht da ran. So, mal eben erstmal gucken, was wir hier... Man hat ja nicht viele Möglichkeiten, es zu bewegen, aber es bewegt sich ja sofort immer im Zacken dahin. An der Decke müsste eine Luke sein, die... Ja, weiß ich doch. Verrat mir doch nicht alles, Spielverderber. Weiß ich doch. Die Frage, ich bin doch schon viel weiter gedanklich, ich muss nur gucken... Kann ich von hier? Ups. Was ist denn, wenn ich das nicht drücke? Bewegt sich es dann gar nicht, okay. Das heißt, ein bisschen drücken muss ich's. Ja, so schnell konnte ich gar nicht dran springen. Kann ich das Ding denn nicht irgendwie drehen vielleicht? Hm. Okay, alles klar. Ist zurückgesprungen. Hm. Jetzt muss ich es eigentlich hier hinziehen. Genau. Ja, weiß ich doch. Ups, jetzt brauche ich einfach nur noch da dran springen. So, halb so wild. Lara, tut mir leid, ich da reingefunden. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, hier zu kommen. Ich dachte, ich würde den Signal in meinem eigenen Action finden. Alles klappt. Okay, geschafft! Schade.
So. Jetzt sollten wir es eigentlich haben. Hoffe ich doch mal. Und jetzt? Ach klar, ich muss noch mal zurückziehen und dann das Ganze rausreißen. Oh, Alex. Du hast das Werkzeug. Wow, ich hab dich beeindruckt. Dann mach raus. Oh Gott. Oh, tut mir leid. Gut. Das war's wohl mit der Tanzkarriere. Ein Ausweg. Du bringst uns doch um! Ich komm nicht mehr raus, Lara. Nimm das mit. Nicht ohne dich. Hey, wie oft kann ein Typ wie ich schon ein Held sein? Ah! Die anderen ziehen auf uns. Ja, okay. Das war's mit der Endurance und das war's auch. Es darf niemand mehr sterben. Leider mit Alex, sozusagen. Ja, ich meine, letztendlich konnte er sie ja noch ein bisschen beeindrucken, zumindest in seinem Glauben. Mal kurz auf die Karte gucken. Ja, Alex war jetzt von, also neben Grimm, eigentlich könnte man den Tod von Alex mit dem Tod Grimms vergleichen, denn beide waren eher unwichtigere Nebencharaktere, wenn man das jetzt mal knallhart formuliert. Und ja, natürlich schade, dass er weg ist, klar, aber ist so geil. Komm, das erleichtert jetzt so viel für uns. Also nicht, dass Alex jetzt weg ist, weil schon wer bei einem neuen Themenschwerpunkt. Ja. Ich weiß gar nicht großartig, was ich dazu sagen soll. Vielleicht muss ich auch gar nicht dazu viel sagen. Vielleicht sollte man das einfach für sich stehen lassen. Letztendlich natürlich nur umso bitterer, wenn man bedenkt, dass es lediglich in dem Sinne um ein paar Werkzeuge ging. Aber, nee, ja gut.